Ah, okay. Ja, wir kommen zurück zum Spiel Nummer 2 am heutigen Abend. Wir schauen uns ein Spiel an, was, keine Ahnung, mir auf Steam reingespült wurde. Ich drücke erstmal auf Deutsch. Und die Beschreibung klang sehr interessant. Und interessant ist ja immer ein gutes Stichwort, um sich die Sachen anzugucken. Wir stellen das erstmal interessanterweise ein. So. Was haben wir denn hier noch für einstellendes Grafik? Hey, warum stellt der das oben? Ach, da unten ist ein Anwenden. Das muss ja einer sagen. So. Anwenden. Hat das angewendet? Jetzt hat das angewendet. Okay, super. Audiosprache. Sprache, Englisch, Chinesisch. Ah, okay. Gut. Interessant. Untertitel, das war natürlich an. Kontrolle mit der Maus ist auch gut, ist super. Dann sage ich mal, lassen wir uns mal überraschen, was wir hier bei Keyword Spider's Thread zu Gesicht bekommen. Honey, what are you doing? I'm drawing. Daddy, Mommy, and me. Daddy and Mommy? Wait, is this Daddy? Why does Daddy look like this? Sie sieht aus wie eine Karte. Because that's what Daddy looks like. Every day, non-stop. Daddy holds this in his hand, then that. Oh, then isn't Daddy pretty cool? And this is... Yep, that's... Oh. Didn't Daddy say before that Mommy's an angel? The angels in cartoons all know how to fly. Look, Daddy, look! I gave Mommy a telescope! Like this! She'll be able to see us, even if she's all the way up in heaven. Right? Yes. Mommy will. For sure she will. Then, little Sala, who's this cute girl in the middle? It's me, Sala, Daddy. Okay. Genauer gucken, Space. Ja. Du hier, was gibt es? Mache gerade die üblichen Dinge. Besorge Informationen. Was gibt's? Okay, nicht viel. Ich wollte dich fragen, ob du die signierte Vinyl bekommen hast, die ich wollte. Nein, aber ich habe etwas anderes. Ich weiß gar nicht. Oh, ich arbeite noch daran. Die Vinyl war sehr beliebt. Aber ich habe es geschafft, dieses unglaubliche Amulett von Master Zhu im Tempel zu bekommen. Ich glaube, du wirst es lieben. Mein großartiger Detektivpapa. Hier passiert nicht viel. Habe heute mit Klassenkameraden abgehangen. Hat mega Spaß gemacht. Ich denke mal, wir werden sehr viele Übersetzungsdinge sehen. Aber ich denke mal, das kriegen wir hin. Gut zu wissen. Gewöhnst du dich langsam an alles? Ich glaube ja, die Highschool fühlt sich wie die Elementary School an. Die meisten hier sind nett. Einige von denen sehen super cool aus mit ihren Tattoos und so. Ich lerne gerade Texas Hold'em. Warum? Ich sagte dir doch, du musst dir keine Sorgen machen. Ey, die lernt gerade Kartenspiel. Glücksspiel. Die Schule ist cool, aber Papas Frühstück ist besser. By the way, du hast ja nicht mal die Innenseite des Gebäudes gesehen. Die Bücherei ist mega cool. Ja, dann kannst du mich ja rumführen. Ich hole dich am Wochenende ab. Dann kannst du mich ja rumführen. Okay, siehst du wie ein Internat oder so, ne? Ja, Papa, auf jeden Fall.
Ich muss jetzt gehen. Wir sollen den kassiererfreien Markt überprüfen. Okay. Pass auf dich auf. Es ist spät. Keine Angst, wir sind viele. Das ist gut. Hab dich lieb. Bye. Bye. Daddy, come here. I'm on my way, honey. Come take a picture of me. Das Spiel ist von 2021, falls die Fragen auftauchen sollten. Ne? Was haben wir denn für... Und wieder mit Kamera, okay. Das ist sehr unscharf. My dear, you've grown so much. Social Chat. Anruf nicht angenommen. Okay. Warum nimmst du meine Anrufe nicht entgegen? Ist die Tochter, oder? Oh, ich habe ihn verpasst. War bei meinen Freunden. Es ist zu spät. Komm jetzt nach Hause. Was ist so schlimm daran? Das ist nicht das erste Mal, dass ich so spät draußen bin. Ich kann mich um mich selbst kümmern. Wie um dich selbst kümmern? So wie du dich um das Marihuana gekümmert hast? Oh. Bist du in mein Zimmer gewesen? Nein, der Geruch war eindeutig. Es ist einfach, ich roch etwas Verdächtiges. Du hast es doch zugegeben, oder? Komm nach Hause jetzt. Es ist nicht meins. Ich bewahre es für einen Freund auf. Genug, ich sag dir, dass du jetzt nach Hause kommen sollst. Ich bin bei meinen Freunden, du blamierst mich. Oder nicht mal da. Glaubst du, die Meinung deiner Freunde ist wichtiger als mein Wort? Das ist nicht dasselbe. Du tust es schon wieder. Du hast mir immer noch nicht erzählt, was mit Mama passiert ist. Sala, du bist zu jung. Alles wird sich bald aufklären. Nicht schon wieder diese Scheiße. Wie auch immer, es wird spät. Komm nach Hause und wir können reden. Sala? Sala, bist du da? It's already been 3 days since Sala's disappearance. Oha. And the police have nothing. Sala, sweetie, where in the world are you? Okay. Oder nicht okay. Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung. 2.12 Uhr früh morgens. I spent a fortune on therapy over the years. What was I trying to forget? Oh, auch noch sowas. Okay. Rotieren. Lesen. Name Gu Cheng, 33 Jahre alt, männlich. Hauptbeschwerden, regelmäßige Flashbacks von traumatischen Erinnerungen, Gefühlsschwankungen, extreme Depressionen, Selbstverletzung, suizidale Gedanken. Krankheitsgeschichte, regelmäßige Flashbacks von traumatischen Erinnerungen, Gemüt wechselt stark, hauptsächlich Depressionen. Angstanfälle, sehr einfach irritiert.
Wiederkehrende Albträume, visuelle, auditive Halluzinationen, welche den Patienten komplett von der Außenwelt abschneiden. Vergangene Geschichte, diagnostizierte Depression, Personengeschichte, hat September 2030 ein schweres Trauma erlitten, fing an, Antidepressiva zu nehmen im November 2030. Depression, PTSD, OCD, bekommt zurzeit Elektroschocktherapie, um die Häufigkeit und die Klarheit der Flashbacks zu reduzieren. Wird mit Vortioxetine, Aripiprazole, Lorazepam und Prazosin behandelt. Seiten wurden herausgerissen. Name gut. Ach, das sind aber andere Leute. Ich dachte, das sind wir. 50, alt, männlich. Gucheng? Oh, das ist eine Historie. Wir sind jetzt zu 50. Das war, wo wir 33 waren. Hauptbeschwerden, Schlafstörungen, schlechte Laune, Krankheitsgeschichte, wiederkehrende emotionale Auf- und Abs. In den letzten 6 Monaten hauptsächlich Depression, vergangene Geschichte, okay, ist alles nochmal da, hat Anti-PTSD-Behandlung von Januar 31 bis November 33 erhalten, Antidepressiva-Behandlung seit 35, hat von 36 bis heute Hypnose als Anti-PTSD-Behandlung erhalten, milde Depression und PTSD dank Hypnose und Erinnerungseditierung, welches die Erinnerung des Patienten von alles vorherigen Ereignissen verschleiern lässt, wird mit Lamotrigine und Anisomycin behandelt. Du kannst diese Widgets benutzen, um wichtige Wörter zu kopieren und einzufügen. Okay. Oh, das ist aber... Wobei, das wäre aber wahrscheinlich Finn. Okay. Und weglegen. Darling, I've missed you. Guck mal, wir können Notizen machen. Warum können wir Notizen machen? Schwarze Haare. Brille. Weiß ich nicht, ob das... Okay, ich habe keine Ahnung. Aber wenn er sagt, wir können das machen, was ist das da? An article about Van. Hacker extraordinaire. Good read. Cyberman hat Van. Ich glaube, darüber brauchen wir keine Notiz machen. Okay, okay, okay. Was haben wir hier drüben? Nichts. Fotos, Umgebung. Achso, warte mal, dafür kann ich bestimmt. Das ist die Fernbedienung dafür. Guck mal hier. Ah, jetzt leuchtet es doch grün. Okay, Umgebung. Oh, schön. Ich hätte gerne eine andere Umgebung. Ah, so. Fotos. Das ist unsere Frau. 98 bis 2030. So, wie können wir in die Notizenecke? Gar nicht. Wir haben nur das Foto. Okay, Neuigkeiten. Substance E abuse in the city has proliferated. Hundreds have been admitted to local hospitals. Over half of which are collateral victims of the violent drug abusers. Over 600 deaths have been recorded since the first documented usage of Substance E a few months ago. In order to curb the violence surrounding Substance E abusers and drug trafficking, the police have instituted a mandatory curfew starting at 9 p.m. and have urged citizens to visit the police force's official website for more information regarding the dangerous drug. Okay. Substanz E. Und wir haben eine Ausgangssperre. Ach, guck mal, das Display ist oben immer eingebaut. Das ist natürlich auch cool. Ein Panel oben hinmachen, dass du vernünftig Fernsehen gucken kannst, ne? Das wär's ja. Aha. Oh Gott, wieder so ein verschleierter Raum. Oh, die geht auf. Das ist schon eine scharfe Hütte hier. Heißes Naraka. Das heiße Naraka ist eine Art der Hölle. Sie ist mit Feuer, Rauch und schmerzem Eisen übersät. Unzählige Höhlenwächter foltern die Einwohner mit extremer physischer Folter. Das ist ein Stück der Geschichte. Du brauchst diese Information nicht, um im Spiel weiterzukommen. Das ist schön. Also nicht schön, dass das mit der Folter, aber dass das eine Information gibt, ne? Wenn es da wirklich nichts damit zu tun hat. Was ist dahinter?
Waschmaschine oder so, ne? Standby. Okay. Sala. Sweetie. Where in the world are you? Isn't this the amulet I got, Sala? And the one time she goes missing, she doesn't have it on her. Sala, please be safe. Dass wir Sala gegeben haben, ne? Ich dachte, es ist ausgekippt. Ist das ausgekippt? Ist das Schale, ist das, ne? Ja, ist das Schale. Ducken können wir uns nicht? Okay. So, Okay, ja. Sind dieselben Neuigkeiten. Können wir das wieder... Danke. Oh, sieht schön futuristisch aus. Was haben wir hier? Nichts. Wir könnten mal wieder was zu essen machen. Brot gibt es auf jeden Fall. Kaltes Naraka ist eine Art der Hölle, die 8 Ebenen hat. Von Abuda, der Blister, Naraka bis hin zu Mahapadma, der große Lotus Naraka. Die Temperatur geht tiefer, als du fallen kannst. Die Einwohner leiden an unendlicher Kühle in einem fortwährenden Sturm, aber das Schmerzhafteste an der kalten Naraka ist die psychologische Folter, die die Einwohner ertragen müssen. Okay, brauchen wir auch nicht die Informationen? Aber schön, dass wir sie haben. Ich gehe mal weiter gucken. Only Sala's handprint can unlock her door. Warum? Warum macht man sowas? Nochmal Naraka? Mai-Mantra. Es ist besser, eine Person zu retten, als 100 Tempel zu bauen. Besser, dich selbst zu reflektieren, als zu versuchen, die Welt zu retten. Es ist der Gedanke, Gutes zu tun, was zählt. Wir haben keinen Ausgang, ne? Kriege ich gerade mit hier. Ahad. Ein Mensch, der die wahre Natur der Existenz erblicken durfte und das Nirvana erreicht hat. Buddhistische Tradition. Dies ist ein Stück der Geschichte. Okay. Historie halten so hoch hier, ne? How long is this goddamn curfew going to last? Wir sind in der 1813, würde ich immer behaupten. Das schreibe ich mir auch auf. So. Ich glaube, das passt ganz gut. Was da hinten ist, weiß ich nicht. Bewegen können wir nichts. Haben wir irgendwie ein Aufgabendings? Nee. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Wie gesagt, ducken können wir uns nicht. Hier geht's bloß in die große Wohnung. Oh, hier ist ja noch was. Ochsenkopf und Pferdegesicht, zwei Wächter der Unterwelt in der chinesischen Mythologie. Wie durch ihren Namen anzunehmen, haben beide die Körper eines Menschen, aber einen Kopf eines Ochsen und eines Pferdes. In vielen Geschichten begleiten sie die gerade gestorbenen Menschen in die Unterwelt. Das Prim zum Beispiel, ne? Da ist das Bad, da kommen wir aber nicht rein. Hier ist Sushi, können wir essen. Wir haben aber wahrscheinlich gerade keinen Hunger. Oh, warte mal, da, das habe ich noch gar nicht gesehen. Was ist das? Kanada. Passport. Okay. So, was haben wir denn hier?
Chen Guo, Baujahr 97. China. Ah, wir wohnen jetzt in Kanada, nicht in China. Wir sind bloß in China alt geboren. Okay. Okay. Haben keine Visas oder sind das Visas-Stempel? Ich kann mich nicht ducken. Ich habe es schon gerade probiert hier. Pass auf, geht nicht. Vielleicht gibt es ja jetzt eine Option zum Einstellen. Kontrolle, weißt du? Aber nee, es gibt keine. Wir können nichts kontrollieren. Es ist immer noch Stempel. Was ist das da unten? Hier geht es nicht durch. Ich weiß, schicke Hütte hier. Mülleimer irgendwas. Ne? Wir sind ja Ermittler. Haben wir den hier schon? Karmavarana, die Hürde auf dem Weg zur Erleuchtung. Es sind schlechte Angewohnheiten, welche von den Personen getragen werden, welche sich gegen die Lehren von Buddha gestellt haben. Es bringt Chaos und Desaster über ihre Köpfe, okay? Das akzeptiert. Oh, was ist das hier? Hui. Hui. Just like this city. Oh, das sieht aber. Ach, das gefällt mir. Versandcenter. Mhm. Ist aber eine tolle Firma. Paradise. Oh, guck mal, wir können da in die andere Wohnung gucken. Ist ja interessant. Das ist ja interessant. Hallo. Oh, guck mal. Können wir da mit dem Laserpointer rauf? Ja, wir sind ja Ermittler. So. Ich habe jetzt hier 1441. Das kriegen wir noch hin. Also Notizen können wir mal nur so machen. Oh. E-Mail erhalten. Polizei Notfall Hotline. Passwort. Deine Tochter, du hast deine E-Mail erhalten. Log dich in deine E-Mail-App ein, um nachzusehen. Aufblitze Gegenstände zeigen dir, worauf du achten sollst. Okay, danke. Hier. Benachrichtigung, E-Mail erhalten. Ja, ist okay. Neue Aufgabe, auch noch. Ich gucke ja schon. E-Mail-Adresse, Login, automatisch. Du kannst den Auto-Auffüllen-Button benutzen, um existierende Accounts aufzufüllen. Ich denke mal, das ist meiner, ne? Login. So, was haben wir denn hier? Polizei Notfall-Hotline. Hey, Mr. Chen. Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir bis jetzt keine Spuren haben. Wir würden Sie bitten, uns bei der Suche Ihrer Tochter zu helfen. Können Sie die Social-Media-Accounts oder E-Mail Ihrer Tochter schauen? Versuch dich in Ihr Social-Account einzuloggen. Die großen Social-Media-Firmen lassen sich lange Zeit, wenn es um offizielle Behördenanfragen geht. Vielleicht können Sie mehr erreichen. Constable Karen Smith, Toronto Polizei. So, liebe Bewohner, wir bedauern Ihnen mitzuteilen, dass die Fahrstuhlfirma Ori leider nach mehreren Monaten der Wartezeit das benötigte Kabel die falsche Größe hat. Das Board of Directors und das Management sind sehr frustriert über diesen Vorfall. Wir müssen nun leider auf das neue passende Kabel warten. Boards of Directors, Management Corporations, Anwälte werden rechtliche Schritte gegen Ori für diese Nachlässigkeit prüfen. Dieses Mal hat Ori angegeben, dass die Reparaturen voraussichtlich am 10. Juni fortgesetzt werden. Was haben wir? 20.05. Alles klar. Mehr Informationen werden ausgegeben, sobald wir mehr wissen. Das heißt, wir müssen dann die ganze Zeit laufen, ne? Mhm. Was ist das hier? Neue E-Mail? Ah, nee, ist ausloggen. Okay. Object Update. To-Do-App. Okay, To-Do. Finde Soho. Versuch dich in den Account. Wenn du denkst, dass du nicht weiterkommst, klick auf die Hilfe. So, das heißt, wir haben hier einen Browser. Ach, guck mal hier. www.google.de. Keine Suchergebnisse. Dann suchen wir mal. Soho. Nichts. Ach, schade. Haben wir hier irgendwelche Lesezeichen? Nein. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich ein komplettes Recherchesystem. Want. Okay. Unsere Drohne ist aus Toronto zu dir auf dem Weg. Ich habe noch gar nichts bestellt. Your home. Okay. Wir können Sushi versenden und nicht vollständig. Eine optische Militärbrille für $200. Will ich haben. Versandinfo. Ach so. Muss ich erst mal wissen, wo ich wohne, wa? Okay. Das haben wir hier, Sosho. So, Benutzername, ich denke mal, das wird hier Mockingjay sein. Wer ist denn Mockingjay? Das sind wir. Und dann können wir rausfinden, wer das Konto von unserer Tochter ist. So, was haben wir? RGPT.
Ach du Gott, ey, das ist ja alles hier. Heilige Scheiße, Dude, danke dir. Warte mal, fängt das von vorne an oder hinten? Danke dir, Kieran wird es bereuen. Wie hast du schon herausgefunden, wem sie getroffen hat? Ich habe keine Ahnung, wo ich schauen soll. Danke, dass sie mich als ihren PI ausgewählt haben. Die Arbeit hilft mir, in Übung zu bleiben. Ich sende eine Rechnung an deinen Account. Kleiner Rat, sei vorsichtig, was du in deinen Social-Media-Profilen schreibst. Viele Angriffspunkte. Ey, Champ, ich bezahle dich nun. Danke nochmals, ich übernehme von hier an. Okay. Ach, krass. Die ganzen Daten, 430 Kilometer pro Stunde. Letzten Monat habe ich meine Katze verloren. Letzte Woche habe ich sie auf der Straße gefunden und sie mitgenommen. Heute ist meine echte Katze zurückgekommen. Jetzt habe ich zweimal die gleiche Katze. Das kennen wir irgendwo her. Haben wir ein Spiel gehabt. Sonnenuntergang am Hafen. Da ist doch gar kein Hafen. Außerdem ist es totaler Fake. Erinnert ihr euch an Covid? Das letzte Mal, als ich im Lama im Zoo gesehen habe, habe ich es angesteckt und war eine Woche im Krankenhaus. Hoffe, diesmal passiert nichts Schlimmes. Okay. Nee, Eierreis habe ich noch nicht bestellt. So, das ist alles jetzt Eric hier. Orbital Allen. Hallo Nachbar, danke für deine Hilfe. Du bist willkommen. Wie findest du deinen neuen Wohnort? Ich mag es. Meine Kinder kaufen es für meinen Ruhestand. Wir sollten mal zusammen ausgehen. Meine Danke für deine Hilfe. Ich denke, ich lehne ab. Ich bin keine Barperson. Ist okay, wir können da hingehen, wo du willst. Ich glaube, ich möchte heute nicht weggehen. Es ist okay, wirklich. Verstanden. Wenn du jemals was von mir brauchst, lass es mich wissen. Ernsthaft, danke für das Angebot. Was ist hier? Noch ein Allen. Ich habe diese Figur auf einem unserer Orbiseed Company Events bekommen. 3D-Druck hat einen richtigen Sprung nach vorne gemacht, seit den 2010er Jahren. Bin mir nicht sicher, ob ich eine gute Ausstellungsfläche für diesen Typen in mein Haus habe. Aha. Guck mal hier, Orbiseed. Orbiseed klingt, Orbiseed. Ist so hervorgehoben, weißt du? Schon seit ich ein Kind war, wollte ich um die Welt segeln, aber jetzt denke ich, das muss jemand anders für mich erledigen. Was für eine Aussicht. Aha. Ach, guck mal. Der Typ wohnt hier schräg von uns. So, was? Hier ist unser Sweet Sala. Das ist, vielleicht finden wir ja was. Warte mal. Warum nimmst du meinen Anruf nicht entgegen? Oh, ich habe ihn verpasst. War bei meinen Freunden. Ist zu spät, komm jetzt nach Hause. Ach so, das war, das war der Dialog, den wir gesehen haben. Sala, okay, und Feierabend. Vielleicht hat sie ja gepostet, so ein Süßer. Ich weiß nicht, wer das ist. Ein echter VR-Trip. Mhm. Gepostet am... Mhm. Aha. Herzlichen Glückwunsch, sie ist 18. Wir wissen auf alle Fälle Sweet Sala. Wer folgt ihr, wissen wir nicht. Den hatten wir schon. Steph Ehl. Mhm. Liebe Leben. Hey, ist der Diffuser noch erhältlich? Danke für Ihr Interesse, aber alles ist ausverkauft. Na toll. Den hatten wir auch schon. Das sind wir. Wie sollen wir denn rausfinden, was die für ein Passwort hat? Das ist doch total kompliziert. Aber wir können ja mal probieren. Nee, nicht da. Wo ist denn hier der... Ach ja. Vielleicht sollte ich auch Sweet hinten richtig schreiben, ne? So. Ah, nichts gefunden. Schade. Social. Können wir uns hier abmelden? So. Ah. Weitere Anleitung gesendet zu... Jetzt muss ich auch noch die E-Mail rausfinden. Die sind, glaube ich, nicht alle AI, Quatsch, AI, wir gucken gleich nochmal. So, ich glaube, sie ist Sala, wie hießen wir? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Shen, Sala Shen, ja? Wahrscheinlich. Sala Shen at hahamail.com. Tippe ich mal da drauf. Das heißt, wir gucken mal, dass wir uns da anmelden können. Geht das hier mit Copy und Paste? Das wär's ja. Alter! Passwort zurücksetzen. Wann ist dein Geburtstag? Moment. Das hatten wir in den sozialen Medien. Warte mal, automatisch ausfüllen. So. Ich habe mir noch nicht gemerkt, wann meine Tochter Geburtstag hat. Am 1.5.48.
48 ist 18 geworden, also 2030 ist sie geboren. So, jetzt gucken wir doch mal nach dem... Ne, ich glaube, das Mega-Filter drüber. Oder? Das ist nicht AI generiert. Das ist zum Beispiel einfach eine 3D-Figur raufgepappt, ähnlich wie Chillers Art. Weißt du, was ich meine? Das scheint auch ein echtes Foto zu sein. Und hier ist auch ein Filter drüber. Das ist aus dem Spiel. Das ist, sieht man halt, das ist handgemalt, das ist wie eine Collage. Also ich hätte gesagt, nicht, dass das AI ist. Das ist auch ein Foto. Das auch. So, okay. Wir müssen Passwort zurücksetzen. Wann ist dein Geburtstag? 2030-05-01. Zurücksetzen. Bitte gib für Sachen ein neues Passwort. Mal gucken, ob er es macht. So. I still got it. So, was haben wir denn? Anleitung. Wir haben eine Anfrage erhalten, das Passwort zu ändern. Klick hier, um das Passwort zurückzusetzen. Wichtig, Anhang aus der St. Carol Secondary School. Hey Sala, hier ist Professor Müller, bla bla. Ist alles okay? Du warst schon ein paar Tage nicht in der Schule, wir machen uns Sorgen. Ich hoffe, du weißt, dass du dich immer an uns oder das Gesundheitscenter wenden kannst, wenn du Hilfe brauchst. Wir sind für dich da. Eine kleine Erinnerung, dein Projekt für den Chemiekurs ist in 2 Tagen fällig. Mal als Lesezeichen ablegen. Ich hoffe, alles ist gut, okay? Hey Sala, ich hoffe, diese E-Mail erreicht dich. Polizei-Notfall-Hotline. Mein Name ist Karen Swift. Ich bin Leiterin. Eine leitende Polizistin der Untersuchung deines Verschwindens. Bitte ruf mich unter. Alles klar. So, wo bist du? Du hast dich seit 3 ganzen Tagen nicht bei mir gemeldet. Liebe dein Vater. Okay, treffen. Treffen wir uns an dem üblichen Ort um 3. Public Access Toronto. Toll. Was haben wir denn hier bekommen? To do. Versuch dich in Social... Ach ja, wir können uns ja jetzt in den Account einloggen. Das war's wie Sala. Passwort zurücksetzen. Also, das ist meins. So. Oh, wir nehmen dasselbe. Soll man nicht machen? Ah, dann spare ich mir das Ganze. So. Jetzt sind wir in ihrem Account. Ach du Kock. Wer ist das hier? Kaylin. Hey, hast du die Chemiehausaufgaben? Nein, ich mache die Aufträge fertig und werde mich morgen bei dir melden. Okay. Let's go, Hundis. Sie ist die Beste. Das sieht mir nicht nach generiert aus. Das ist einfach nur komischer Filter. So, Papa? Sala, bist du da? Okay. Wen haben wir hier? Maggie 2012. Sala, Sala, ja? Was ist? Nein, denke. Okay, du hast gewonnen. Ich habe den Eintritt zu der AGU-Ausstellung heute Nacht gewonnen. Sie zeigen einige von Hakis Werke. Oh, wow. Ich habe noch eine übrig. Komm mit mir. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich bin auf einer geheimen Mission. Wow, du musst mich eines Tages mal mit auf dein Abenteuer nehmen. Okay, sie ist auf einer geheimen Mission. Interessant. Gewiss, eine schöne Überraschung. Ein E-Bike. Mein bester Freund, das beste Geschenk, was ich bekommen habe. Oh mein Gott. Gepostet. So, die hatten wir schon. Nevin Blogger. Jemand hat mich wieder aufleben lassen. Hey, wer ist da? Ich habe dich endlich gefunden. Du hast gestern Nacht sehr hübsch ausgesehen. What the fuck? Wer zum Teufel bist du? Ich weiß, was du gerade machst. Du kannst es nicht für immer verbergen.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich kann dir helfen. Ich habe sogar ein Lied für dich geschrieben. Bitte, ich möchte dich sehen. Du hast den Benutzer Devin Blogger blockiert. Hey, willkommen auf Nevins Blog. Ich bin ein junger professioneller Entwickler, der in Downtown Toronto ansässig ist. Ich mag malen, die asiatische Kultur und hacken. Für einen perfekten Stern, gegen die schiere Weite des Universums sich reise, etwas Strahlendes meine Nerven anheize. Ist es möglich, dass der Herrscher der Schönheit dieser Welt mir sein Licht zur Schau stellt? Grenzen kennt die Liebe keine, dennoch weine ich wie ein Hund, dass sie mich entstieß in den Abgrund, sodass der Engel weinte. An meinen perfekten Stern. Okay, das war der. Neue Malerprodukte. Heute habe ich was von Xvid bestellt, das ist doch ein Videocodec. Malerprodukte, exklusive Angebote, Alienrot. Die haben sogar das übersetzt, ist ja krass. Xvid. Das ist doch aber... Können wir hier? Ja, können wir. Aber, ja. Mal gucken. Weil die Firma entschieden hat, dass nur eine Personallieferung ihrem Produkt gerecht wird. Es kommt in einer unglaublich coolen Bambusbox. Ich verstehe, warum sie keine Drohnenversand benutzt. Das würde total kaputt gehen. Wie auch immer, ich freue mich schon zu sehen, ob es meine Erwartungen mithalten kann. Hallo Welt. Hallo, willkommen auf meinem Blog. Gerade passiert noch nicht so viel. Ja, drei Posts, abzüglich den hier. Aber jede große Sache hat mal klein angefangen, oder? Nun, wo soll ich anfangen? Ich hatte ein sehr unspektakuläres Leben bis zu diesem Punkt. Ich habe die University of Ryerson abgeschlossen und war seitdem auf Jobsuche. Okay, Nevin McCorche. Nevin McCorche. Ja? Der ist University of Ryerson. Arbeitssuchend. So, ich arbeite für Essen. Aha, das ist alles für heute. Danke fürs Vorbeischauen. Interessant, interessant, interessant. Ein mysteriöser Kontakt hat ein Treffen am Tag von Salas Verschwinden veranlasst. Wen hat sie getroffen? Ja, wir könnten jetzt mal gucken, ob ich den hier so Nevin. Den werde ich wahrscheinlich nicht finden. Keine Online-Suche. Schade. So, was haben wir denn noch? Achso, wir haben sie noch. Ihr Profil. Da ist aber nichts weiter. Okay. So, was haben wir? Versucht den Social einzu... Hab ich doch. Achso, ist auch erledigt. Alles gut, alles gut, alles gut. Jetzt haben wir aber hier drüben... Finde heraus, ein mysteriöser Kontakt und finde Nevin in der Stadt. Nevin hat Sala beleidigt. Vielleicht kannst du mehr Hinweise in seinem Apartment finden. Holla, die Waldfee. Das kriegen wir wahrscheinlich über einen Browser raus, oder? Lesezeichen. Er hatte doch... Gab es nicht irgendwo eine Adresse? Ach hier, warte doch. Die Malerprodukte. Guck mal hier. Vielleicht sollte ich mal richtig schreiben. So, arbeitssuchend. Der ist in der 703 Queen Stud Unit 3336. Sehr gut. Können wir das so suchen? Nee. Haben wir eine Karte? Ankündigung. Okay, Zeitschrift, erste, können wir das, ja. Kompass, Karriere, Sitzung, Umfrage, Arbeitsumfang in andere Programm, Spende. Kompass Medical. Ich speichere das hier auch mal, so. Wir sind bemüht, eine bessere Zukunft für dich zu bauen. Das ist schön. Unsere Adresse ist hier. Mitarbeiter-Login. Über Monika, die ist CEO. Okay. Technologische Leitung. Mitarbeiterentwicklung, Kundenservice, gemeinsame soziale Verantwortung, über. Achso, das sind wir jetzt gerade. Aber wie, ich habe doch hier gar keine Karte. Wie finde ich denn heraus den Typen? Ach, hier, guck mal hier, Straßennummer. Das ist die 703. Queen Street. Und Unit 3336.
Bitte achte an deinem Fenster auf Lieferung. Da ist eine Drohne. Glaube ich. Mist. Haben wir noch ein anderes Fenster? Scheibenkleister. Aber hier ist sowas nicht. Schade. Die Idee war gut. Wo wohne ich denn eigentlich? Ach, ich hätte mal das Fernglas zu mir schicken sollen. Wo wohne ich denn? Ach so, doch, wir wissen ja wo. Das ist ja die Wohnung 1813. Ich, Idiot, aber wie ist denn unsere Adresse? Müssen wir das selber rausfinden? Wir haben den Typen da drüben gesehen. Warte mal, in dem Social Media Kanal. Da nicht. Hatten wir hier irgendwas? Hier. Ach, guck mal. Guck mal hier. Sky Condos Management System 301 Young Street. So, das hier oben ist unseres hier. 301 Young Street und dann Wohnung, bla. Das heißt, wir bestellen, wir haben jetzt einfach was bestellt, was wir gar nicht, ne? 301 und dann Young Street und die 1813. Ich sehe das gerade nicht. Warte mal. Roche. Ja, der Roche. Devin MC. So, bestellen. Wohin liefert denn so eine Drohne das? Ah, wird versendet. Alter! Ja, ich bin hier, ich bin hier. Ach, das kommt... Ah! Alles sauber, das ist gut. Grüße, du hast keine neuen Nachrichten. Umgebung, das ist... Ah, warte mal. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn wir jetzt hier... Umgebung. Ach so, das ist auch wieder bloß die Bilder. Welche Nachrichten guckt er gerade? Dieselbe. Da wird so abgespielt. Das ist ja krass. Ach, guck mal, wir können den Zoom auch noch verändern. Dann ist es ja noch angenehmer. Okay. Machen wir das alles aus unserem Zimmer raus? Ey, guck mal. Ach, du hör auf. Guck dir das an. Und jetzt, jetzt verstehe ich's, pass auf. Jetzt nehmen wir die 703 Queen Street.
Toll. Aber die leuchtete nicht. Wir brauchen so eine komische Leuchtedings. Wie oft soll ich da noch was bestellen und ihm hinschicken? Das fällt da auf. Ach so, vielleicht sollten wir... wir wissen ja, wo das Verteilzentrum ist. Da drüben, das Versandzentrum. Ah! Drohne wird zum Versandzentrum zurückgeschickt. Siehst du? Ah, okay. Wir müssen den Knopf drücken und dann am Versandzentrum schauen. Das ist ja cool gemacht. Um den Luftraum von Toronto zu schonen, wird Wand nur ein Paket pro Account zur selben Zeit versenden. Oh, schade. Müssen wir jetzt noch warten? Jetzt ist er gleich zurück. Ich finde das einen sehr interessanten Ansatz, muss ich sagen. Okay. Na? Da. Holy shit. YSFN. Ist das unsere Tochter? Alter Verwalter. Okay, YSFN, ne, wenn ich das richtig sehe. Ist das vielleicht sein Kennwort?